Hallo Kleingärtner und solche, die es werden wollen. Wieder ist ein Wochenende vorbei und unser Abwasser hat wieder den Weg in den Behälter gefunden. Obwohl hier die grüne und auch die rote LED noch leuchten, ist alles noch im normalen Bereich. Das heißt, ich müsste noch nicht abpumpen, aber ich werde es dennoch tun, denn man kann ja immer so einen Behälter voll mit nach Hause nehmen zur Entsorgung. Eng wird es, wenn nur noch die rote LED brennt. Das heißt, dann spricht der Schwimmerschalter an und es löscht sich die grüne LED. Dann muss ich dringend handeln. Aber das wird meist erst dann so in den Herbstmonaten der Fall sein, wenn man den Bungalow winterfest macht. Also dann, legen wir mal los. Wenn ich richtig informiert bin, wurde bereits 2003 ein Merkblatt zur Errichtung und Sanierung von vorhandenen Abwasseranlagen in Kleingärten herausgegeben. Da laut Bundeskleingartengesetz in einem Kleingarten nicht gewohnt werden darf, müsste er laut Gesetz auch abwasserfrei bewirtschaftet werden. Doch wer möchte nach getaner Gartenarbeit sich nicht mal die Hände waschen? Oder wenn der Besuch den Garten wieder verlassen hat, das Geschirr abspülen? Doch wohin mit dem Abwasser? Nun kann es ja sein, dass in manchen Anlagen diese Problematik ganz einfach unter den Tisch gekehrt wird. Aber in anderen wiederum es hitzige Diskussionen zur Entsorgung von dem sogenannten Grauwasser gegeben hat. Also dem Wasser, welches durch das Händewaschen und dem Geschirrspülen entsteht und bisher in eine Sickergrube abgeleitet wurde. Mit der Gesetzesänderung ist jeder Kleingärtner nun seit dem 31.12.2015 gezwungen, sein Grauwasser getrennt aufzufangen und zu Hause zu entsorgen. Um dieser Forderung gerecht zu werden, habe ich einen 300 Liter fassenden Wassertank eingebuddelt und mich so für das Kanistersystem entschieden. Das Abwasser wird nun gesammelt, getrennt gesammelt und ich kann nach Bedarf den Rolltank füllen und ihn mit nach Hause nehmen. Wie man hier sehen kann, wird die eingebaute Tauchpumpe per Funk zu- und abgeschaltet. Mit diesem Video stelle ich euch meine Abwasserlösung vor und kann schon jetzt sagen, dass sich der von mir betriebene Aufwand gelohnt hat und ich auf das kleine bisschen Komfort in meinem Garten nicht verzichten muss. Vorstellen kann ich mir allerdings, dass viele ältere Gartenfreunde neben dem Aufwand sicher auch von den anstehenden Kosten zurückschrecken und sind eher zur Gartenaufgabe bereit. Ob jedoch die Beräumung der gepachteten Gartenfläche von seinem Eigentum günstiger ist, darf bezweifelt werden. Findet sich hingegen ein Nachnutzer, so sollte er sich schon Gedanken über die rechtmäßige Abwasserentsorgung machen, um den vom Gesetzgeber angedrohten Geldbußen zu entgehen. Denn die könnten um ein Vielfaches höher sein. So, mein Wassertaxi ist gefüllt und fertig für den Abtransport. In den folgenden Bildern zeige ich euch, wie alles angefangen hat. Als erstes habe ich mir Gedanken über die Behältergröße gemacht und mich für ein Fassungsvermögen von 300 Litern entschieden. Laut Gesetzgeber muss es ein abflussloser Behälter sein. Danach konnte ich den Standort festlegen sowie die erforderliche Baugrube ausheben. Weil ich keine Lust zum Betonieren hatte, habe ich mit USB-Platten einen 3 cm dicken Rahmen zusammengeschraubt, der den Wassertank aufnimmt. Die USB-Platten sind zwar für Feuchträume geeignet, um sie jedoch vor der Erdfeuchte zu schützen,
habe ich den Rahmen komplett mit Teichfolie eingepackt. Entstehende Überlappungen habe ich verklebt. Nachdem der Rahmen in der Baugrube waagerecht ausgerichtet worden ist, konnte ich in einer Tiefe von 90 cm eine 10 cm dicke Bodenplatte betonieren. Als ich den Behälter eingesetzt hatte, habe ich die Abwasserleitung angeschlossen. Damit die Kantensteine, die ich um den Rahmen gesetzt habe, nicht die Folie beschädigen, wurden Polystyrolplatten dazwischen gelegt. Hier seht ihr die von mir eingesetzte 12 Volt Gleichstrom-Tauchpumpe. Ihre Pumpleistung liegt so zwischen 10 und 12 Litern in der Minute. Über eine Schraubverbindung wird der Anschluss nach außen geführt. Und wie ihr ja schon am Anfang des Videos gesehen habt, hat mein Wassertaxi seinen Platz über dem Wassertank gefunden. Für die Abdeckung musste deshalb noch ein entsprechend hoher Rahmen gebaut werden. Diese beiden LEDs werden von einem Schwimmerschalter angesteuert. Im Normalzustand leuchten beide. Wird der Schwimmer angehoben, erlischt die grüne LED. Der maximale Wasserstand ist erreicht. Zu sehen ist hier der Funkschalter und der Empfänger. Neben dem Schwimmerschalter für den maximalen Wasserstand habe ich noch einen zweiten für den minimalen eingebaut. Schlägt dieser an, ertönt ein Warnsignal, um ein Trockenlaufen der Pumpe zu vermeiden. Nachdem das Wassertaxi zu Hause entleert worden ist und ein neuer Gartenbesuch ansteht, kann es wieder verstaut werden und wartet nun wieder auf seinen nächsten Einsatz. Ich genieße jetzt den schönen Sonnentag und hoffe, eine kleine Anregung gegeben zu haben, wie man im Kleingarten das Abwasser getrennt auffangen und entsorgen kann, ohne auf ein wenig Komfort verzichten zu müssen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.